Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute, dieses Mal am Cello, möchte ich Ihnen eine Regel zeigen, die für Sie existenziell sein wird. Und zwar insofern existenziell, als sich über das Einhalten der Regel am Anfang entscheidet, ob Sie sauber spielen werden, ob Sie schnell spielen werden und ob das Ganze eben mühevoll oder mühelos funktioniert. Es gibt beim Streichinstrument eine Regel, die besagt, Finger helfen sich gegenseitig beim Niederhalten der Saite. Überlegen Sie sich einmal, wir müssen ja eine gewisse Kraft aufwenden, um mit einem Finger einen Ton abzugreifen. Also ich mache mal eine leere Saite. Das geht so. Jetzt habe ich den ersten Finger drauf, der greift nun diese Saite ab. Es ist im Prinzip auch möglich, den nächsten Ton einfach mit dem zweiten Finger abzugreifen. Ja? Und mit dem dritten Finger den dritten und so weiter. Aber das hat schwerwiegende Nachteile. Sehen Sie zunächst zu, dass Sie in dem Moment, wo Sie mit zwei Fingern greifen, tatsächlich mit zwei Fingern greifen. Also nicht nur mit dem zweiten Finger, sondern wirklich mit zwei Fingern. Und wenn Sie mit drei Fingern greifen, dann tun Sie das eben mit drei Fingern. Alle drei Finger helfen sich gegenseitig beim Niederhalten der Saite. Das spart schlicht und einfach Kraft für die einzelnen Finger. Und Sie wollen ja danach die Finger auch in schnellen Läufen schnell wieder herauf und herunter bekommen. Und wenn Sie jetzt jedes Mal den Finger einzeln dafür benutzen, die Saite herunterzudrücken, wird die Sache tatsächlich schwierig. Ich habe es ja im Blog schon geschrieben, gell? Pianisten machen das natürlich nicht, da geht es ganz anders. Da hat jeder Finger seine eigene Taste, da muss man so greifen. Ja? Und auch wenn man später Melodien spielt und vibriert, dann wird man auch nicht alle Finger drauflassen, weil das hemmt das Vibrato, das funktioniert überhaupt nicht. Ja? Da macht man das natürlich so mit dem einzelnen Finger. Aber hier habe ich ja auch zwischen den Tönen etwas mehr Zeit, um die Finger zu wechseln. Das ist der eine Grund. Die Finger helfen sich gegenseitig beim Niederhalten der Saite. Also wenn ich das jetzt mal schnell mache, ja, dann sehen Sie, das hat so funktioniert. Jetzt, wenn ich das, Sie werden jetzt lachen, ich versuche es mal anders. Und sehen Sie, wie das holpert? Das wird richtig schwierig in dem Moment, wo ich die einzelnen Finger hochhebe. Ein anderer Grund, weswegen Sie das unbedingt eintrainieren sollten, hängt mit der Fingerstellung der Finger untereinander zusammen. Da die aber bei der Geige komplizierter ist, zeige ich Ihnen das jetzt auf der Geige, wie das funktioniert. Wir haben uns ja in den letzten Blogbeiträgen über die vier verschiedenen Griffarten auf der Geige unterhalten. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir unterschiedliche Stellungen zwischen den Fingern haben. Ich drehe mich mal um, dann sehen Sie es besser. Also wir gingen aus davon, dass wir eine Stellung hatten mit dem Halbton zwischen zweiten und dritten Finger. Dann war die zweite Griffart so, dass der erste und der zweite einen Halbton zueinander hatten. In der dritten Griffart waren alle Finger weit auseinander und in der vierten Griffart war dann der Halbton zwischen dem dritten und dem vierten Finger. Sie erinnern sich ja, diese Stellungen untereinander der Finger sind für die Hand am besten spürbar, wenn die Finger auch auf dem Griffbrett sind. Also ich kann natürlich auch wieder hergehen, so, da ist ein Cis, da ist ein D, da ist ein E, ja, das kann ich auch machen, aber das treffsichere Auftreffen, ja, habe ich immer dann, wenn meine Finger den Abstand zueinander spüren. Und das tun sie natürlich nur, wenn der Finger nicht irgendwo in der Luft hängt, sondern wenn er auf seinem Platz steht. So, und jetzt mache ich hier einen Ganztonabstand und einen Halbtonabstand und wieder einen Ganztonabstand. Oder einen Halbtonabstand, einen Ganzton und wieder einen Ganztonabstand. Das spüren die Finger mit Hilfe des Bewegungssinns untereinander. Ja? Sie können sich praktisch in der Vorstellung schon vorstellen, wie die Finger jetzt zueinander stehen werden, wenn sie jetzt greifen. Aber das geht eben auch dann, wenn sie alle Finger auf das Griffbrett bringen. Und damit sind wir bei dem zweiten wichtigen Argument, was dafür spricht, dass man eben es trainiert, die Finger liegen zu lassen. Das wird Sie etwas Überwindungen kosten, so zu machen. Also in einer Tonleiter ist es noch ganz einfach, gell?
da lasse ich einfach die Finger stehen. Aber wenn ich jetzt beispielsweise von einem Ton zum übernächsten Ton gehe, ja, also muss ich tatsächlich trainieren, dass ich mit zwei Fingern gleichzeitig aufschlage. Das muss ich auch in den Fingern richtig spüren. Ich schlage mit zwei Fingern gleichzeitig auf oder von da nach da, ja, dass meine Finger wirklich koordiniert miteinander laufen. Das wird für rhythmische Präzision später wichtig sein, ne? Dass das genau funktioniert. Außerdem will ich ja zum Beispiel 1, 3 und jetzt sofort den zweiten haben, da muss der mit aufs Griffbrett gekommen sein. Also 1, 3, 2 zum Beispiel. 1, 3, 2, da haben Sie so ein Beispiel. Das muss gleichzeitig auftreffen, damit der nächste Wechsel funktionieren kann. Das ist tatsächlich eine Sache, die beim Einüben zunächst einmal etwas mühsam ist. Aber auch das ist wie bei allen Dingen am Instrument. Sie gewöhnen sich daran und nach 3, 4 Wochen wird es mühelos, wenn Sie sich an das Gesamtprinzip gewöhnt haben. Ganz wichtig ist es, diese Regel einzuhalten beim Kontrabass, weil hier geht es um enorme Spannen. Das zeige ich Ihnen auch noch. Sie sehen hier am Kontrabass wieder die zwei Punkte für den ersten und den vierten Finger. Können Sie sich erinnern, also die erste Lage im Bass sah so aus, dass der erste Finger auf dem einen Punkt steht, also einen ganzen Ton über der leeren Seite, und der vierte Finger einen weiteren Ganzton darüber. Dazwischen liegt der zweite Finger mit dem Halbton zwischen diesem ersten und vierten Finger. Der dritte Finger hat keine Funktion. Sie sehen, das ist eine sehr große Spannung zwischen den Fingern, ja? Ja? Und da die Hand ja, wenn sie eine Greifbewegung macht, ja, sich immer zusammenziehen will, ist es nicht so einfach, diese Spannung auch wirklich zu halten. Also die Hand hat die Tendenz, so zu machen, ja. Jede Hand hat beim Greifen die Tendenz, zusammenzugehen. Wir müssen das also auseinanderhalten. Und das wird zunächst einmal auch wichtig sein, diese Punkte wirklich zu halten. Und mit der Hand immer wieder in diese Stellung zu kommen, so funktioniert es. Hier stehe ich wieder auf meinen richtigen Punkten. So. Ja? Und das wird Ihnen auch zunächst einmal besser gelingen, wenn Sie die Finger wirklich auf das Griffbrett bringen. Also, auch hier gilt die Regel, der vierte Finger und der dritte und der zweite, die schlagen zusammen auf, wenn vorher der erste dran war. Alle Finger treffen gleichmäßig auf und der erste bleibt dran. Diese Regel, wie alle anderen Regeln, hat natürlich ihre Grenzen. Das habe ich Ihnen am Cello schon gezeigt. In dem Moment, wo man vibriert, wird diese Sache relativiert, natürlich. Gell? Aber zunächst einmal ist es für die ganze Stellung Ihrer Hand. Ihre Hand muss sich ja an diese Stellungen gewöhnen. Und dafür ist es existenziell, diese Regel wirklich einzuhalten. Ich hoffe, Ihnen das eindringlich genug nahegebracht zu haben. Ich habe einfach zu viele Schüler gesehen, die jahrelang herumdoktern und sich wundern, warum es nicht wirklich funktioniert. Das ist eine der Hauptursachen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut und viel Vergnügen bei Ihren eigenen Experimenten. Bringen Sie es heraus, wie es geht. Sie werden sich selber am Ende bedanken dafür. Auf Wiedersehen.